Und damit hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung vom Camp Kreidezeit Dinosaurier Pack, dem neuen DLC für Jurassic World Evolution 2. Das ist heute rausgekommen am 8.3. Und wir werden uns mal alle Dinosaurier, die neu sind, alle Skins, die neu sind und alle Varianten, die neu sind, anschauen heute gemeinsam. Die erste haben wir hier schon, nämlich ist das Bumpy. Ein Ankylosaurus-Skin in Türkis. Ich habe das Ganze jetzt mal kurz für euch gestoppt und jetzt blende ich mal eben ein Vergleichsbild aus der Serie ein. Und da kann man eigentlich schon ganz gut sehen, dass der Skin wirklich sehr identisch ist mit dem aus der Serie. Die Farben sehen ein bisschen anders aus auf dem Screenshot, aber ist normal, weil hier ist das Licht ein bisschen heller und ein bisschen freundlicher. Aber die weiße Keule kann man gut erkennen. Die Stacheln sind alle in der gleichen Farbe. Hier der Übergang ist mega gut. Sieht einfach original aus wie in der Serie. Also ist wirklich ein richtig toller Bumpy-Skin. Die Animationen sind natürlich alle noch gleich geblieben. Ist halt nur ein Skin. Also es sind die ganz normalen Ankylosaurus-Animationen. Aber ich finde den optisch schon sehr cool. Ist, glaube ich, mein neuer Favorite-Skin für den Ankylosaurus. Und als nächstes haben wir noch einen weiteren neuen Skin, nämlich für den Carnotaurus, das ist der Toro-Skin. Da blende ich jetzt auch mal einen Vergleichsscreenshot für euch ein, zum Original. Es gibt tatsächlich drei verschiedene Varianten in der Serie von Toro. Das hier ist noch die unversehrte Variante, dann gibt es die mit der Narbe und noch die verkohlte Variante später. Mit dem Camp-Kreidezeit-Dinosaurier-Paket bekommen wir die unversehrte Variante, also da, wo ihm noch nichts passiert ist. Kommt aber auch sehr nah ans Original ran. Neue Animationen gibt's für Toro natürlich auch nicht. Ist ja auch wieder nur ein Skin für den Carnotaurus. Also der hat die ganz normalen Standard-Carnotaurus-Animationen. Aber wir werden ihn gleich noch in Action sehen. Ich werde nämlich Toro gegen Bumpy antreten lassen. Also wie in der Serie. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer sich durchsetzen wird. Bumpy hat auf jeden Fall eine riesige weiße Keule. Mit dieser kann er auch ordentlich zuhauen. Ich glaube, Toro ist jetzt schon ganz schön blutüberströmt. Jetzt hat er mehr als nur eine Narbe. Der geht jetzt auch weg, also Bumpy scheint sich hier durchgesetzt zu haben. Und hier könnt ihr Toro nochmal sehen. Komplett blutig. Und das hier ist ein weiterer neuer, mega cooler Skin aus dem Dinosaur Pack. Nämlich ist das der Lux Parasaurolophus. Den hat man auch oft in der Serie gesehen. Besonderheit kann man, glaube ich, nicht übersehen, weil das ist natürlich diese coole, leuchtende Maserung. Gerade auf dem Körper sieht man das sehr gut und auch auf diesen langen Knochen. Davon gibt es tatsächlich zwei verschiedene Varianten. Ich lasse gleich die andere auch noch frei, nach dieser coolen Sozialisieren-Animation. Ich finde das so cool, dass das nachts so schön leuchtet. Die ist nochmal wesentlich rötlicher, sage ich mal.
Das ist eigentlich auch so der Hauptunterschied. Also wenn ihr mal hier oben drauf achtet, hier ist das mehr so rötlich. Bei den anderen ist das so ein bisschen mehr ins Weiße, Bläuliche geht das hier oben. Ansonsten am Körper sieht es relativ identisch aus. Aber es sieht schon nice aus bei Nacht, wie das leuchtet, auch von oben. Ich habe jetzt hier auch mal kurz gestoppt und blende auch hier mal eben ein Vergleichsbild zu der Serie ein. Und dann sieht man auch genau die beiden Skins und die sind auch wieder richtig gut gelungen in dem Pack. Wir schauen uns die auch gleich mal bei Tag an, da bin ich auch mal gespannt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das sieht schon echt abgespaced aus. Ich schalte jetzt mal auf Tag um, dann gucken wir uns das mal an. Dann sieht man gar nichts mehr davon. Dann ist es ein ganz normaler, gut getarnter Skin. Der aber auch sehr schick aussieht. Sieht sehr natürlich aus. Und bei Nacht leuchten sie dann ganz unnatürlich. Und hier haben wir die erste von zwei neuen Spezies. Nämlich ist das der Monolophosaurus. Den hat man ja auch öfter in der Serie gesehen. Und ich finde, man sieht ja schon ganz gut, wie viele verschiedene Farben der haben kann in dem Spiel. Der kann echt so unterschiedlich aussehen. Das können wir uns auch gleich nochmal im Species Viewer so ein bisschen anschauen. Dann seht ihr da auch nochmal die ganzen Möglichkeiten, die man da hat, was die Farbgestaltung angeht. Das hier ist jetzt auch nochmal der Originalskin aus der Serie. Den kann man auch nochmal extra auswählen. Und dann blende ich auch hier mal ein Vergleichsbild ein. Sieht schon sehr identisch aus wie in der Serie, muss man einfach sagen. Jetzt sehen wir auch gleich mal die Fressenanimation. Oh, der macht das auch so mit den Krallen, dass er sich da so ein Stückchen Fleisch rausreißt. Das macht, glaube ich, der... Und die scheinen auch, sich so ein bisschen anzukeifen beim Essen. Oh, hier macht er auch jetzt noch Jagd auf eine Ziege. Okay, war jetzt auch nicht so spektakulär, die Animation. Ich könnte mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass das vielleicht Animationen sind, die wir schon kennen. Also die Fressen-Animation kommt mir schon sehr bekannt vor. Trinken sehen wir jetzt auch nochmal. Hier haben wir den Monolophosaurus nochmal im Species Viewer. Dann können wir auch nochmal die ganzen Hautfarben uns anschauen. Es sind schon wirklich viele. Und dazu kann man dann natürlich das Ganze noch kombinieren mit diesen Mustern. Boah, keine Ahnung, wie viele das sind. Das müsste man jetzt mal nehmen, hier die Anzahl. Ich habe jetzt aber gerade keine Lust zu zählen. Es sind auf jeden Fall sehr viele. Also ich schätze, so um die 30, 40 verschiedenen Farbvarianten kann man hier schon machen. Und die unterscheiden sich schon sehr stark. Also es sieht schon echt cool aus. Das Model ist auch wieder mega hochauflösend. Animation können wir uns ja sogar auch nochmal anschauen, so ein bisschen. Oh, das habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall eine neue Animation. Dieses Kratzen im Gesicht und dann so da draufknabbern auf die Hand. Also ich bin mir da echt unsicher, ob das teilweise Animationen sind, die wir schon kannten. Oder ob die neu sind. Das ist aber die nächste Variante, oder die erste neue Variante, die wir bekommen. Also nicht nur ein Skin, das ist auch ein anderes Model, nämlich für den Uranosaurus.
Der wurde an den aus der Serie angeglichen. Ich glaube, der ist auch echt kleiner. Ich habe auch hier ein Vergleichsfoto aus der Serie für euch. Allerdings ist das leider sehr dunkel. Aber man kann da schon ganz gut erkennen, dass das Model schon sehr gut aussieht. Also gerade diese Schnauze wurde komplett überarbeitet und auch das Segel sieht komplett anders aus als der Standard-Urano aus dem Spiel. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob der echt kleiner ist. Ich glaube, ich lasse jetzt mal als Vergleich den normalen Urano frei. Oh ja, der ist wesentlich kleiner. Also das hier ist der Original-Urano. Und das ist der in Camp Kreidezeit-Version. Also sieht halt komplett anders aus. Und hier haben wir noch einen weiteren neuen Skin. Nämlich ist das der Big Eaty Skin aus Camp Kreidezeit. Den habe ich jetzt mal in das Chaos-Gehege hier freigelassen. Und auch hier blende ich mal ein Vergleichsbild für euch ein. Also ich glaube, Big Eaty wird sich gleich hier irgendwas erlegen. Oh, ich glaube, es geht jetzt hier schon gegen den Monolophosaurus. Machen die jetzt 1 gegen 1? Oh. Der hat ja kurz einen Prozess gemacht. Krass. Was macht der jetzt? Jetzt dreht er komplett durch. Oh, jetzt legt er sich hin. Okay. Hauptsache erstmal was abschnetzeln. Gar kein Problem. Und hier haben wir noch eine weitere neue Variante. Also nicht nur eine Skin-Änderung, sondern auch ein Model-Change. Nämlich ist das der Kentrosaurus. Der wurde auch an die Serie angepasst. Er wurde auch jetzt in das Chaos-Gehege entlassen, wo Big Eaty sich schon einiges an Sauriern snackt. Oh, wie mies. Für den Kentro blende ich jetzt auch nochmal ein Vergleichsbild ein. Und dann sieht man schon, auch dieser ist wirklich mega perfekt. Also sieht genauso aus wie in der Serie. Aber was mich gerade noch interessiert ist, wie der Unterschied so ist zu dem Original-Kentro aus dem Spiel. Der ist wesentlich größer. Krass. Also der Original-Kentro ist viel, viel kleiner. Oh, ich glaube, die kämpfen jetzt gegeneinander. Kentro gegen Kentro. Ich glaube, das sind denen zu viele Lebewesen in einem Gehege. Geht allgemein gerade das Chaos los. Im Hintergrund drehen auch die Monolophos durch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Chaos pur hier. So muss das sein. Aber Big Eaty kommt jetzt noch dazwischen gerannt als Streitschlichter. Braver Big Eaty. Der geht dazwischen, da kennt er nichts. Guck mal, hat sich direkt hingelegt. Und das hier ist natürlich das absolute Highlight von dem DLC, nämlich ein neuer furchteinflößender Hybrid von Dr. Wu, der Scorpius Rex. Der sieht wirklich richtig böse aus. Der ist richtig gut gelungen, sieht mega gruselig aus. Und ich finde es auch besonders cool,
dass der von der Laufanimation oder so gar nicht dem Indoraptor ähnelt. Das hätte ich ja so am Anfang gedacht. Aber der hat halt wirklich seine komplett eigene Animation bekommen. Auch hier gibt es nochmal ein Vergleichsbild. Ich muss echt sagen, dass alle Dinosaurier und Skins hier aus diesem Paket richtig gut gelungen sind. Also sie sehen alle genauso aus wie in der Serie. Das hier ist übrigens die Variante B von dem Scorpius Rex. Es gibt auch noch eine zweite Variante. Variante A. Es gab ja auch zwei Exemplare in der Serie. Der hat halt auch eine eigene Musik bekommen beim Releasen. Finde ich mega cool. Ich weiß auch nicht, ob das ein Einzelgänger ist, aber ich denke mal schon. Wir werden jetzt in diesem Video auch nicht alle einzigartigen Animationen von dem Scorpius sehen. Da wird wahrscheinlich dann nochmal ein extra Video kommen, wenn ich die alle herausgefunden habe. Oh, das Fleischfressen sieht ja schon mal mega perfekt aus. Oh, jetzt ist er in Kampfposition. Das sieht schon echt böse aus. Ich glaube, er geht jetzt auf die Ziege los. Der andere guckt da im Hintergrund zu. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, das war ja richtig cool. Der hat die Ziege schön einen Salto machen lassen und hat die dann über Kopf verspeist. Ich habe jetzt mal einen Kano freigelassen. Mal schauen, wie der sich schlägt gegen den Scorpius. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass er eine Chance hat. Alter, war das eine krasse Animation. Das war ja mal die heftigste Animation ever. Oh Leute, mir ist gerade aufgefallen, der hat den sogar vergiftet. Deswegen hat er den wahrscheinlich auch nur einmal angegriffen, um ihn zu vergiften. Und jetzt darauf zu warten, dass er stirbt. Na, kluge Taktik, ne? Wenn man Gift hat. Vielleicht kann der ja auch noch irgendwie seine... Oh, ich glaube, der jagt den wieder. Aber vielleicht kann der ja noch irgendwie seine Stacheln verschießen. Das wäre heftig. Wir werden da so viel ausprobieren. Der kann bestimmt auch Flugsaurier und sowas erlegen. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, jetzt geht er nochmal auf den Kano los. Jetzt hat er ihn auch erlegt. Aber er will ihn gar nicht fressen. Er wollte ihn einfach nur töten und legt sich jetzt schlafen. An der Leiche. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Scorpius Rex im Species Viewer an. Dann kann ich euch da nochmal die verschiedenen Skins und so zeigen. Weil da gibt es echt wieder viele Varianten. Das waren jetzt hier die beiden, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Aber man kann hier noch wieder alles mixen. An Farben. Und das sieht wieder richtig gut alles aus. Und da gibt es wieder so viele Kombinationsmöglichkeiten. Die kann ich euch schon wieder alle gar nicht zeigen. So viele sind das. Ich hätte nie gedacht, dass wir durch das DLC so viele verschiedene Varianten bekommen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Indianer von der Schminke. Animation können wir auch nochmal sehen. Aber ich glaube, die meisten hatten wir gerade schon gesehen. Na, da kratzt er sich nochmal. Und hier schreit er. Schade, dass hier kein Sound ist, wenn er schreit. Aber der sieht schon heftig aus, der Scorpius. Ich feiere den mega. Ich feiere das auch, dass er so coole Skins hat. Einfach nur krass. Boah, so richtig gelbe Stacheln. Das ist so unfassbar cool. Und ja, Leute, das waren alle neuen Dinosaurier-Skins und Varianten
aus dem Camp Kreidezeit Dinosaurier Pack. Ich finde das Pack mega cool. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Paket in die Kommentare. Das Ganze ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kostet 9,99 €. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.